sind Sie nur für ein Mensch? Ja, verzeih mir, das habe ich so gemeint. Aber danke, dass Sie mir rechtzeitig Ihr wahres Gesicht gezeigt haben. Ich bin überhaupt nicht so. Ich bin ganz anders. Rosalie, bitte. Fassen Sie mich nicht an. Mir furchtbar leid. Ich habe genau das Gegenteil gemeint von dem, was ich gesagt habe. Natürlich bin ich nicht froh, dass wir uns die letzten 30 Jahre... Aber ich... Mein Leben ist die letzten 30 Jahre wunderbar ohne Sie gelaufen. Und das wird's auch die nächsten 30 Jahre. Dann einen Vater wie Sie, den brauche ich nicht. Will ich nicht. Elena, ich verstehe dich doch, wirklich. Du denkst, wir können woanders glücklicher werden als hier, weil uns hier alles an die Vergangenheit erinnert. Vergangenheit überhaupt. Ich habe daran keine Erinnerung und du genauso wenig. Du bist doch erst kurz vor mir an den Fürstenhof gekommen und wolltest hier ein neues Leben anfangen, ohne deine Familie. Elena, ich verspreche dir fest, dass ich dich hier glücklich mache. Egal, was wir noch über mich rausfinden oder nicht. Hier habe ich die größte Chance dazu. Im Grunde die einzige. Ich muss zur Arbeit. Was hat Elena damit zu tun? Sie hat sie am Fluss gefunden. Das heißt, Moritz hat sie getragen, als er von der Brücke in den Fluss gestürzt ist? Ja. Und wieso hast du sie jetzt? Woher weiß Elena, wem sie gehört? Sie hat ihr gesehen und erkannt. Du hast dich verquatscht. Ich habe gesagt, sie gehört meinem Mann. Ich habe nicht nachgedacht. Und jetzt kapiere ich, warum sie mich darauf angesprochen hat. Und sie versteht nicht, warum du nicht verstehst, wovon sie reden. Ja, das hätte einfach nicht passieren dürfen. In Zukunft, da musst du mich einfach einweihen, wenn du irgendwas von meinem Zwillingsbruder findest. Ich weiß. Kommen Sie herein. Haben Sie eigentlich den Verstand verloren? Was soll Sie das? Dass Sie sich über mich lustig machen, ist ja schon unverschämt genug. Außerdem fällt es auf den Fürstenhof zurück. Und der Fürstenhof und ich... Ja, der Staat bin ich. Was war das, Steindl? Gar nichts, Herr Direktor. Entschuldigung. Dass dieser junge Kollege weder Anstand noch Maß kennt, darüber könnte ich ja eventuell hinwegsehen. Aber Sie, Alfons, von Ihnen hätte ich mehr Loyalität erwartet. Ja, Herr Direktor. Zumal ich Ihnen einen blitzsauberen Entwurf geliefert habe. Ja, Herr Direktor. Aber der Sinn von so einem Gstanzl ist es nun einmal, dass man ein bisschen liebevoll spottet. Und die Leute haben sich doch königlich amüsiert. Ja, eben, und genau das wollten Sie doch auch, Herr Direktor. Also auch wenn wir Sie jetzt vielleicht überrumpeln. Halten Sie den Mund, Sie undankbarer Schnösel! Ich gebe Ihnen die einmalige Chance, sich als Chefportier zu bewähren. Und was tun Sie? Sie! Raus! Herr Direktor. Raus, alle beide! Kann ich jetzt endlich mal kosten? Endlich mal kosten? Gerade wolltest du nicht. Da musstest du mir ja deinen Macho-Vortrag halten. Ja, weil eben jeder gute Macho seinen Ruf zu verlieren hat. Also grundsätzlich habe ich ja nichts dagegen, wenn du eifersüchtig bist. Bin ich doch gar nicht. In homöopathischen Dosen finde ich sogar ganz süß. Außerdem hätte ich schon auch ein Problem damit, wenn du von wildfremden Frauen umschwärmt werden würdest. Ja, ich glaube nicht, dass Peter dich einfach nur so umschwärmt. Aber ich ihn, oder was? Das ist doch ein Quatsch. Verstehe ich nicht, was du für ein Problem damit hast, dass wir befreundet sind. Eine Freundschaft zwischen Männern und Frauen, das gibt es einfach nicht. Und jeder, der was anderes behauptet, der macht sich was vor. Männer und Frauen, die können ja viel miteinander machen, was nicht direkt mit Erotik zu tun hat. Aber die schwingt trotzdem immer mit. Er hat eine Freundin. Und die liebt er genauso wie ich dich oder du mich? Ja, wie sieht denn das aus, wenn meine Frau ständig mit einem anderen Mann rumhängt? Wie das aussieht? Entschuldige bitte. Ich versuche seit geraumer Zeit, nichts darauf zu geben, was andere Leute über mich denken. Und ich fange nicht genau jetzt damit an.
Das mag ja bei dir zu Hause in Argentinien ganz anders sein, aber du lebst hier mit mir in Deutschland. Und ich finde, das ist doch Blödsinn. Es geht doch um mich. Darum, was ich empfinde. Ja, darum geht's mir doch auch. Ja, und ich habe dir ganz genau zugehört. Und ich lasse mir von dir nicht vorschreiben, mit wem ich Zeit verbringe, warum und wie viel. Es tut mir schrecklich leid, aber wenn dir das nicht passt, dann hättest du dir eine andere Frau aussuchen müssen. Und dann, Santa Maria, als sie Werner die Zwillinge angedichtet haben, als hätte ein Finger direkt aus dem Himmel auf mich gezeigt. Pecadora, du hattest zwei Söhne von dem Mann, den du liebst. Und was hast du getan? Den einen verkauft und den anderen verloren. Für immer. So sehr ich dir dafür danke, dass du mir Konstantin wiedergegeben hast, warum musstest du mir gleichzeitig Moritz nehmen? Es geschieht mir ganz recht. Hoffentlich überstehe ich den morgigen Tag. Du hättest dabei sein müssen, wie ich diesen beiden Möchtegern-Poeten den Marsch geblasen habe. Lieb von dir, dass du auf meiner Seite stehst. Aber du hättest dich von diesem Pfeifen von der Feier nicht vertreiben lassen dürfen. Das sage ich dir, die machen das mit mir nicht nochmal. Dieses Lied, dieses Stanzel. Ja, das war doch im Grunde genommen eigentlich ganz witzig. Und ein Mann deines Formats steht doch über so etwas. Wenn du deine Angestellten wegen so einer relativen Lappalie zusammenstauchst, mit Gelassenheit verschaffst du dir viel mehr Respekt. Ich weiß, wie schaffen die denn das? Diese ewige Lügerei. Das Tanja, ich bin gleich bei dir. Ja, keine Panik, ist ja keiner da. Das musst du dir einfach nur vorstellen. Vor aller Welt geben sie an, dass sie ein Ehepaar sind, obwohl der echte Moritz von Norden schon längst verunglückt ist. Ich meine, das ist Wahnsinn, ist das. Musst du so laut reden. Ja, aber wie lebt man denn mit sowas? Wie, Elena, im Alltag? Ich meine, da gibt's doch tausend Fallen, in die man reintappen kann. Glaubst du, Theresa und ihr Mann, die machen dieses Theater auch vor Doris von Norden? Oder ist sie eingeweiht? Die muss was wissen. Jede Mutter merkt, wenn statt dem einen Kind das andere vor ihr steht. Tanja, bitte. Aber das ist doch logisch. Ich meine, stell dir jetzt nur mal vor, Fabi hätte einen Zwillingsbruder. Okay, der steht dann plötzlich vor mir. Wetten, ich würde es merken? Ich schwöre, ich würde es merken. Natürlich würde ich es merken. Keine Ahnung, aber bitte, Tanja, können wir woanders hingehen, wenn du schon unbedingt darüber reden musst? Ein stilleres Örtchen, als du stille Örtchen kennst? Entschuldigung, aber mir macht das einfach fertig. Ich komme überhaupt nicht klar auf diese Geschichte. Ich meine, ein Zwillingsbruder stürzt in den Fluss. Der andere sieht's und nimmt einfach seine Identität an. Ich möchte einfach verstehen, warum Menschen sowas tun. Das ist... Vielleicht hatte sich diese Konstantin auch in Theresa verliebt. Ja, aber das würde ja bedeuten, dass zwei Moritz von Norden durch die Gegend gelaufen sind, ohne dass es irgendjemand mitbekommen hat. Nee, das ist mir alles zu kompliziert. Also wenn ich sowas erleben würde, ich könnte keine ruhige Nacht mehr schlafen. Wie Theresa und Konstantin sich hinbekommen, es ununterbrochen sich zu verstellen. Das will ich auch gar nicht wissen. Ich möchte mit dieser Sache so wenig wie möglich zu tun haben. Du bist gut. Aber es ist leider schon zu spät, mein Schatz. Aber wenn es Theresa nichts ausmacht, mitzuspielen, warum sollte ich mich dann einmischen? Schatz, ich verstehe, dass du nach jedem Strohhalm greifst, nur damit du Peter nicht verlierst. Aber ich muss nicht nach jedem Strohhalm greifen. Ich weiß, er liebt mich. Elena, das kann sich doch alles so schnell wieder ändern. Jetzt mal ehrlich, was macht Peter, wenn er rauskriegt, dass du die ganze Zeit die Wahrheit gewusst hast und keinen Ton gesagt hast?
Klar haben wir frische Minze. Welche Sorte und wie viel? Marokkanische, Spearmint, ganz normale Feld-, Wald- und Wiesenminze. Was das Herz begehrt. Hm? Ganz normale. Ein paar Zweige, das reicht. Okay. Brauchst du die für Mojito? Das ist der einzige Cocktail, den ich mit Minze kenne. Aber da gibt's bestimmt noch viel mehr, oder? Hier. Wenn sie nichts ausmacht, dürfte ich dir an der Bar mal über die Schulter schauen? Ich würde Elena gern mit einem selbstgemixten Drink überraschen. Ja, wenn sie es irgendwann mal ergibt. Danke. Ist alles in Ordnung? Was willst du von meiner Frau? Ja, also wir sind mit besonders weichem Wasser gesegnet. Das ist die hohe Qualität von Burgerbräu. Entschuldigung, das Härtegradbarometer ist kaputt. Könntest du bitte mitkommen? Das Härtegradbarometer? Ich schicke ihn den großen Meister sofort zurück, sobald er es repariert hat. Vielen Dank. Also, sag mal, was soll denn der Schwaren? Das frag ich dich. Ja, genau so habe ich auch gerade geguckt, als Rosalie mir erklärt hat, was du ihr an den Kopf geknallt hast. Soll ich dir ausrichten, was sie gesagt hat? Nein, lieber nicht. Warum hat sich meine Mutter nicht von irgendeiner anonymen Samenbank schwängern lassen? Alles besser als von diesem Rüpel. Was ist denn da in dich geraten? Du, Vorsicht, gell? Ich bin immer noch dein Vater. Also. Ich weiß. Es macht es nicht gerade einfacher für mich, wenn ihr ständig aneinander rasselt. Ich meine, da habe ich unverhofft eine Halbschwester. Ich meine, das ist eine Sache, an die muss ich mich auch erst mal gewöhnen. Und was passiert? Ja, es tut mir leid, dass ich dich all die Jahre belogen habe und damit überfahren. Ich habe mich so gefreut, dass die Rosalie plötzlich zu mir kam und mit mir reden wollte. Also so von sich aus, verstehst du? Da bin ich. Und mit wem geht's dann durch? Mit mir. Ja? Du hast sie aus dem Stand raus beleidigt. Das ist sogar für dich, alten Polterer, eine große Premiere. Ja. Aus lauter Freude habe ich ganz viel über mich geredet und habe ihr das Gefühl anscheinend gegeben, dass ich mich nicht für sie interessiere. Dann hat ein Wort das andere gegeben und bang, hat's gemacht. Was ist denn da dran so komisch? Mir ist nur gerade was klar geworden. So? Ihr seid euch ziemlich ähnlich. Rosalie hat definitiv das Temperament von dir. Was eine Familienzusammenführung nicht gerade vereinfacht. Oh Mann. Lass die Finger von meiner Frau. Theresa und ich, wir sind nur gute Freunde. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Weil es wahr ist. Mir gefällt es einfach nicht, dass du so viel Zeit mit ihr verbringst. Und mir gefallen auch einige Dinge nicht. Was geht es denn dich an, mit dem ich meine Zeit verbringe, ha? Moritz, Theresa hat dich geheiratet. Es geht nicht um Theresa, es geht um dich. Mensch, Moritz! Du hast mir das Leben gerettet. Dafür bin ich dir ewig dankbar. Und jetzt unterstellst du mir, ich will dir deine Frau ausspannen. Das traust du mir zu, ja? Du bist genauso ein Freund für mich wie Theresa. Jedenfalls sehe ich das so. Und diese Freundschaft, die ist mir doch viel zu kostbar, als dass ich sie für irgendeinen Flirt gefährden würde. Das. Es tut mir leid.